Друзья, сегодня мы хотим пригласить вас в путешествие в мир скорости и стиля на мото-выставку в городе Дортмунд. Добро пожаловать на мотовыставку. Это мероприятие для всех любителей скорости, мотоциклов и стиля. Здесь мы с вами попутешествуем по этому удивительному миру. На выставке представлены различные мотоциклы, каждый со своим уникальным стилем, функциональностью и привлекательностью. Они являются символом свободы, силы и духа приключений. Сегодня 5 марта мы находимся в городе Дортмунд на выставке мотоциклов. И уже сделали приобретение. А как все происходит, смотрите. Wir sind selber noch Mopedfahrer und mal sehen, was es Neues gibt. Okay, was erwartet ihr von der Messe? Ich bin ja jedes Jahr hier und die neuen Modelle mal so anschauen. Okay. Da brauche ich nicht so durch die Geschäfte gehen und da gucken. Hier kann ich so gleich. Also was für sich, für was Neues zu was erkunden. Was Neues. Super. Ich fahre so eine dicke BMW, dann wollen wir was Leichteres holen. Willst du was abspecken? Etwas abspecken. Alles klar. Ich bin alter Mann. Super, danke. Ja. Участники мотовыставки – это люди, которые разделяют страсть к мотоциклам и умеют делать их особенными. Они делятся своими историями, опытом и знаниями, чтобы помочь другим стать лучше в своих увлечениях. Совершенно бесплатно на выставке вы можете пройти тест на зрение, на слух и на координацию. Beidäugigkeit ist
ausreichend. Das rechte Auge erreicht mit Mühe 63%. Mit Mühe. Also es ist das Schwächere. Ja, so. Ich vermute, vom Alter her werden Sie Anfang von einem grauen Star haben. Okay. Das vermute ich. Das ist aber völlig subjektiv. Ich bin kein Arzt. Aber das würde altersentsprechend sein. Man befestigt die hier so irgendwo und dann fährt man. Man braucht nicht mehr an Helm Kamera, um zu zeigen. Also die sieht viel mehr als hier. Eine kommst du ungefähr so 2 Stunden hin. Ne? Und wir reisen. Ich habe einen eigenen Channel, deswegen habe ich sofort mache ich bei allen, also auch hier bei DJI, wenn ich habe, ich habe auch Copter. Hi. Hallo. Darf ich interviewen? Oh ja, aber mein Deutsch ist nicht so gut. Du meinst auch nicht. Du gehörst zum Conti, ne? Ja, ja, ich bin. Das Modell. Wie lange dürfen wir uns dran freuen? TKC 70, Rock. Ja, ne, Rock ist das, ne? Rock ist ja. Dieses TKC 70 ist unser einfach meist beliebter Reifen in unserer. Weiß Welt. Ich. Fast ein ikonischer Reifen, man sagt, oder Halo-Reifen. Ja, unser. Die hat ein Lebensdauer von 5 bis 7 Jahre, die Zyklus. So. Wie viele Kilometer kann man hinfahren? Abhängig von wie du fährst und was für ein Motorrad, aber durchschnittlich zwischen 8 und 12, 7 bis 12 vielleicht für manche Menschen. Manche Motorräder, die Vorderreifen hat ein bisschen mehr hoher Verschleiß, als, aber normalerweise
Die hat dann solide Wirbelsäule in der Mitte und das sorgt für einen guten Kilometerabstand. Ja. Okay. Ja. Aber was ist wichtig ist, obwohl du kriegst ein ziemlich guter Kilometerabstand auf der Straße, du hast die Flexibilität, Offroad zu fahren. Ja. Und das ist sehr wichtig. Es ist unser Schweizer Messer. Und der Reifen. Superlässig, ja. Super, danke dir. Danke. Teil von der Winkel, nein, nicht die innere Struktur ist kein Problem. Es liegt einfach an dem Profil. Okay. Ja, aber es ist nichts Schlimmes. Also ist normal, dass Segelzahn kommt. Ja, ja, weil das Problem ist, die Reifen haben eine sehr hohe Geschwindigkeitsmöglichkeit, bis V. Ja, und weiß das ich. Ist das Problem. Das ist ein Offroad-Reifen mit offenem Profil und dann du fährst 240. 265 bin ich gefahren. Oh, oh mein Gott. Und fährst du mit? Die fährt mit. Oh nein. Als Beifahrerin. Du bist so mutig, so gib mir diese crazy Manöver aus. Ich danke dir. Danke. Danke. Ciao. Danke für die Unterstützung. Bleib mit Conti. Ich bleib bei Conti. Danke. Сейчас мы со Светой будем делиться. Разделимся и проведем социальный эксперимент. Как я без тебя? Глазами мужчины и глазами женщины на выставке. То есть Света снимает свое. А я снимаю свое. Смеешься. Знаете, где я ее поймал? Ну, как вы думаете? Вещи разглядывала. Девочка. Да. Девушка, расскажите свои впечатления нам, пожалуйста, о выставке. Девушка, ну что вы молчите? Что он гений, что он был? Девушка, ну расскажите. Тебе что, девушке понравилось? Да. Was wird das kosten jetzt mit euren Preisnachlass und so weiter? Das ist der Exo. Ja. Dann ist es volle. Ich bin hier aber durch bei dir.
damit er dir unten nicht aufgeht. Dankeschön. Es war schön. Ciao. Ciao. Два года я ждал этого шлема. И, наконец-то, я обладатель Скорпиона. Будем тестировать его в этом году. Мотоциклы – это не только транспортное средство, но и искусство. На выставке представлены лучшие мотоциклы в действии, которые показывают удивительные фокусы и мастерство. Это было незабываемое путешествие. Друзья, мы надеемся, что вам тоже понравилось. Пишите в комментариях ваши отзывы, что бы вы хотели увидеть в следующий раз, на что мы должны обратить внимание. Jetzt musst du Willi machen. Wie bitte? Willi machen. Ja. Hast du gerade gemacht. Ja.